Padlet ist eine einfache und doch sehr funktionsreiche Online-Pinnwand, die sich auf vielseitige Weise einsetzen lässt. Die Nutzung ist gratis und im Prinzip brauchst du nicht einmal einen Account. Allerdings musst du einen Trick anwenden, um ohne Account eine Pinnwand zu erstellen. Ich klicke da auf Schule und hier kannst du auf den Button neu tippen. Natürlich hat es aber Vorteile, wenn du angemeldet bist. Ich habe nun auf einen anderen Browser gewechselt, in dem ich angemeldet bin bei Padlet. Und du siehst, ich habe hier die letzten Pinwände, die ich bearbeitet habe. Und über den Button Neu erstelle ich jetzt eine neue Pinwand. Zuerst werde ich nach dem Layout gefragt. In der Wanddarstellung werden die Zettel so ziegelsteinartig angeordnet. Leinwand kannst du sie frei bewegen und vor allem eben auch zwischen den Zetteln Verbindungen herstellen. Stream ist im Prinzip ähnlich wie bei einem Blog. Da werden alle Beiträge untereinander dargestellt. Raster wird es immer an einer oberen Kante ausgerichtet, so linienweise. Und Regal kann zum Beispiel genutzt werden für Terminplanungen oder so, wenn also etwas in Spalten geordnet werden soll. Ich wähle in diesem Fall jetzt Leinwand, die freiste Art, die Pinnwand zu nutzen, und werde zunächst gefragt nach dem Titel. In der Beschreibung kannst du zum Beispiel auch einen Auftrag eintippen. Und dann kannst du einen geeigneten Hintergrund wählen. Ich nehme jetzt da einen ruhigeren, sachlicheren. Die weiteren Funktionen sind der bezahlten Version vorbehalten, aber ich denke, da kommt man gut ohne aus. Du könntest mit einem Symbol arbeiten. Und hier hast du noch Einstellungen zum Verfassen. Die Anzeige des Namens nützt natürlich nur etwas, wenn die Leute auch angemeldet sind. Hingegen Kommentare, das aktiviere ich jetzt, damit man unter jedem Zettel auch einen Kommentar anbringen kann. Und da könnte man ähnlich wie bei Social Media Kanälen die Zettel noch beurteilen, aktiviere ich auch einmal. Zuunterst hast du die Möglichkeit, die Adresse noch anzupassen. Das ist nur möglich, wenn du auch mit einem eigenen Account arbeitest. Wenn ich auf Weiter tippe, so siehst du, hat sich die Adresse automatisch geändert. Diese Adresse kannst du letztlich dann auch weitergeben. Zunächst jetzt aber noch ein paar Einstellungen zur gemeinsamen Bearbeitung. Diese Pinwand ist momentan geheim, das heißt, nur Leute, die diesen Link kennen, können sie öffnen. Du könntest sie natürlich auch öffentlich machen oder mit einem Passwortschutz versehen bzw. nur für dich nutzen. Im Moment können alle Leute, die den Link kennen, darauf schreiben. Das könntest du auch einschränken. Zum Beispiel, wenn die Bearbeitungsfrist abgelaufen ist, kannst du nur auf Lesen stellen. Handherum kannst du aber auch die Moderationsfunktion aktivieren. So können die anderen Personen die Zettel auch auf der Pinnwand verschieben oder sogar löschen. Wenn ich erneut auf Weiter tippe, so sind wir fertig mit den Grundeinstellungen und ich kann mit dem Bearbeiten beginnen. Du kannst über dieses Plus hier unten einen Zettel machen oder auch einfach mit einem Doppeltipp. Über dieses Plus kannst du auch einen Link reinkopieren. Es wird automatisch eine Vorschau erstellt. Den Text könnte man mit einem Doppelklick auch noch formatieren mit den üblichen Befehlen. Wenn du ins Leere tippst, so ist dieser Zettel nun platziert. Den kann man in der Größe auch noch ändern und wenn du angemeldet bist, kannst du diesen Zettel auch noch an eine bestimmte Stelle verschieben. Du kannst die unterschiedlichsten Dateien in deine Pinnwand integrieren. Am einfachsten geht das, indem du einfach zum Beispiel in diesem Fall ein Bild in die Pinnwand hineinziehst.
und automatisch wird daraus ein Zettel erstellt. Ein Zettel kann im Nachhinein auch noch farblich angepasst werden. Wenn du ihn berührst und dann auf diese drei Punkte klickst, so kannst du die Farbe ändern. Interessant finde ich auch die Möglichkeit, Zettel miteinander zu verbinden. Über dieses Symbol hier kannst du in einen zweiten Zettel auf Verbinden tippen und da gibt es ähnlich wie bei einer Mindmap dann eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Zetteln. Um nun diese Pinwand weiterzugeben, kannst du im Prinzip einfach diese Adresse hier oben kopieren oder über den Teilen-Befehl hast du weitere Möglichkeiten hier im Bereich Teilen, Exportieren, Einbetten. Du kannst hier den QR-Code kopieren, du kannst den Einbettungscode kopieren und zum Beispiel in einen Blog integrieren. Du kannst die Pinwand per Mail verschicken und hier unten hast du diverse Exportfunktionen in verschiedenen Formaten, also als Bild, PDF oder auch als Tabelle. Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Optionen. Mit einem Blick auf Mehr hast du die Möglichkeit, die Pinwand zu löschen oder aber auch die Pinwand zu erhalten, aber nur alle Zettel zu löschen. Du kannst im Nachhinein das Format ändern, also ein anderes Layout zu wählen. Und mit Remake kannst du eine exakte Kopie erstellen. Da wirst du gefragt, ob du nur das Design kopieren möchtest oder auch alle Beiträge gleich mit kopiert werden sollen. Padlet finde ich nicht zuletzt deshalb so praktisch, weil es auf allen Geräten gebraucht werden kann. Es funktioniert also auch problemlos auf Tablets und natürlich infolge des kleinen Bildschirms ein bisschen eingeschränkt auch auf Smartphones.